Großer Andrang herrschte beim Flohmarkt des So Optimist Clubs Bezirk Kitzbühel in der ehemaligen Straßenmeisterei. Trotz der riesigen Hallen waren die Besuchermassen kaum zu fassen und auch die verlängerten Verkaufszeiten bis in die Nacht wurde gerne genutzt. Und über ein tolles Einnahmeergebnis für karikative Zwecke freute sich der emsige So Optimist Club. Wo hast du denn den Pokal jetzt her? Da habe ich mir nicht gekauft. Den muss man ja normalerweise sich sauber oder schwer verdienen. Ja, ja. Und das ist halt ganz einfach gegangen. Nein, den brauche ich für ganz einen bestimmten Zweck. Was hast du denn vor mit dem? Ja, das... Also ich versprich, wir verraten es nicht innerhalb der nächsten Woche, erst ein bisschen später. Nein, ich bin Obmann von einem Freizeitclub und da brauche ich den für einen Kegelabend. Das heißt, da wird es dann ein tolles Kegelturnier geben und der glückliche Sieger wird sich den mit heimnehmen. Den und da kriegt er nachher eine schöne Schüttel drauf und dann passt es. Gibt's dann, musst du jetzt noch für den zweiten und drittplatzierten auch noch einen schönen Pokal suchen? Nein, das kriegt nur der Sieger. Hast du sonst auch noch irgendwas Nettes gefunden? Ja, wir haben schon einen Haufen gekauft. Aber das Auto, das haben wir schon alles als Auto ausgetragen. Ich habe jetzt nur den geholt, weil man darf auch zu groß gewesen ist, sondern umeinander dran. Also das Auto ist wieder voll. Habt ihr zum Flohmarkt voll, zum ja. Verkaufen auch was mitgebracht? Ja, wir haben ein bisschen was hergegeben. Und da darf man sich ja dann auch wieder was zurückholen. Ja, das muss man einfach schauen, dass man da ein bisschen was das Geld unter das Volk bringt. Marlene, du bist ja nicht nur Gründungsmitglied bei den So-Optimistinnen, sondern heute auch Herrin über die Kasse. Ist denn schon ein bisschen was gegangen? Ja, doch. Schau rein. Kannst reinschauen. Oh ja, das schaut doch gut aus. Nein, also wir versuchen auch wirklich das Ganze, ich meine, wir sind seit Montag wirklich am Abend tot. Gell? Und wir haben also, ich würde jetzt behaupten, so viel noch nie gekriegt wie heuer. Das ist unbeschreiblich. Allein bei den Büchern habe ich das Gefühl, es hat noch keiner was gekauft, so viel ist noch da. Aber es geht, es läuft und wir sind sehr glücklich drüber. Und was bei uns das Besondere daran ist, ist, dass wir nicht das jetzt nach Wien schicken oder nach Afrika oder sonst wo, sondern das bleibt hier im Bezirk, meistens sogar in Kitzbühel. Und wenn jetzt der Pfarrer kommt oder unsere Ärztin, die Elke zum Beispiel, und sagt, du, ich habe da einen besonderen Fall, einen ganz schwierigen Fall, dann gehen wir ganz unbürokratisch, wird beschlossen, wie viel, dann geht die Präsidentin mit der Schatzmeisterin ins Kuvert, gell, und geht da hin und da haben wir schon sehr viel Gutes tun können. Und darum freuen wir uns natürlich über jeden Euro, der da halt zusätzlich zu dem, was wir verlangen, eingeht. Wir kriegen auch sehr viel Spenden, sehr liebevoll, ja, muss ich sagen. Was suchst denn du für Bücher heute? Ja, Pferdebücher und von Thomas Pretzinger heute. Dir gefallen da, oder? Vom Thomas Pretzinger? Ja, schon. Was ist denn da lässig dran? Ja, der schreibt halt gut und ja. Sind das lustige Sachen oder spannende? Ja, oder was? Spannend, lustig, ja, alle. Und hast du was Lässiges gefunden da beim Flohmarkt? Schon. Wie viele Sachen hast du denn schon ausgesucht heute? Ach, was habe ich mir auszu? Bücher schon oder Spielzeug? Ganz viel Bücher. Wann liest denn dir dann? Was? Auslesen und zum nächsten Flohmarkt bringst du es wieder mit, damit sich jemand anderer darüber freuen. Vielleicht. Du bist
auch auf der Suche. Wonach suchst du denn? Ich suche eigentlich nach Fachbücher. Ist da was dabei bei dem Flohmarkt? Ja, was hätte ich gefunden, aber das haben wir jetzt gerade gesagt, dass es zurückblick ist. Ah, das darf jetzt echt haben. Jetzt, wo die Kamera dabei ist, geht es. Jetzt darf ich es auf einmal haben. Gut, dass wir dazu kommen. Gut, dass ihr gekommen seid, jetzt hätte ich es am Ende nicht mehr gekriegt. Ja, aber was, das war ja schrecklich gewesen. Hast du schon ein bisschen umgeschaut auf dem Flohmarkt? Nein, ich bin erst gekommen und das war der erste Weg jetzt da zu den Büchern rein. Und gleich schon ein Glücksgriff. Gott sei Dank. Ist ja, dieser Flohmarkt wird ja für einen guten Zweck durchgeführt. Was hältst du von dieser Idee? Also wenn so Sachen wiederverwertet werden, ist das beste Recycling. Und wenn es für einen guten Zweck ist, ja, was gibt es Besseres? Hast du selber auch was abgeliefert für den Flohmarkt? Nein, habe ich nichts. Ich hänge an meinen alten Sachen einfach zu viel. Jedes zweite Jahr organisieren die Sooptimistinnen Kitzbühel einen Flohmarkt und unterstützt wird natürlich immer ein ganz konkretes Projekt. Welches ist denn das im Jahr 2009? Ja, also heuer ist es unser 30-Jahr-Jubiläumsprojekt, nämlich Evita Bezirk Kitzbühel mit Sitz in St. Johann, das wir ja im Juli eröffnet haben und wo wir viel Geld brauchen, damit das einmal in die, auf die Beine gestellt werden hat können. Ja, und ich hoffe, es bleibt uns noch ein bisschen was über, dass wir natürlich unsere anderen Clubprojekte genauso weiterverfolgen können. Und ja, und jetzt sind wir eigentlich heuer zum ersten Mal in einer ganz anderen Location und da haben wir viel Platz und es sind auch ganz viele Leute, was uns total freut. Viel Platz braucht sie ja vor allem für diese vielen Sachen, die die Kitzbüheler Bevölkerung vorbeigebracht hat zum Flohmarkt. Was sind denn da für Sachen dabei? Ja, erstens muss man mal sagen, es sind unglaublich viele schöne Dinge, die vorbeigebracht werden. Ganz in tollem Zustand, fast nichts muss weggeschmissen werden. Die Leute haben auch unglaublich viel Herzblut in den Dingen, die sie uns anvertrauen, in dem Wissen, dass wir was Gutes damit machen. Und die Damen vom Sooptimist Club bemühen sich wirklich unglaublich, das auch schön herzurichten und zu sortieren, damit man auch was findet. Und damit wir möglichst viel Geld damit lukrieren können. Also man kann euch die Sachen ja wirklich gut anvertrauen. Es gibt sehr viele Mitarbeiterinnen von euch, die sich ganz liebevoll um die Dinge kümmern. Wie viele Leute sind denn da von euch jetzt im Einsatz? Also es sind ungefähr 20 bis 25 eigene Schwestern und noch einmal ungefähr so viele, die uns helfen. Freiwillig natürlich alles, die sich stundenlang einstellen und uns eine ganze Woche vorher eigentlich schon helfen beim Sortieren und beim Verkaufen natürlich auch. Also es bleibt ja nicht bei diesen zwei Tagen, Freitag, Samstag, wo der Flohmarkt offen ist, sondern die Vorarbeit ist noch viel größer. Ja, es sind also viele, viele Stunden von jetzt in dem Fall Montag bis heute, wo wirklich jeden Tag aufgebaut wird, wo herangekarrt wird, wo geholt wird, auch bei den anderen. Also das ist wirklich viel Arbeit. Aber alle zwei Jahre zahlt es sich aus. Es zahlt sich aus, es bleibt hoffentlich einiges übrig für euer Projekt Evita. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, was ist es genau? Also Evita ist, es gibt ja schon einen Evita-Kufstein, an das haben wir uns angehängt. Wir sind quasi wir arbeiten mit demselben System und unterstützen das eben. Und Evita ist ein Mädchen- und Frauenberatungscenter für Mädchen und Frauen in schwierigen Lebenslagen, wo auch Rechtsberatung angeboten wird, wo man hoffentlich auch bald Schuldnerberatung, eine Vorstufe der Schuldnerberatung anbieten können. Und was bis jetzt eigentlich ersichtlich ist, ist ein reger Zustrom, was einerseits tragisch ist und andererseits natürlich uns schon bestätigt darin, dass es ja Auszeit hat, das viele Geld in die Hand zu nehmen, aber auch den vielen Aufwand dafür zu leisten. Es zahlt sich auch aus, dieses Projekt zu unterstützen. Wir wünschen euch, dass ihr möglichst viele Spenden, viel Geld bei dem Flohmarkt zusammenbringt, um dieses Projekt noch weiterhin gut zu unterstützen. Vielen Dank.
Also da werden heute eher Spenden gegeben, als dass gefeilscht wird? Gefeilscht wird überhaupt nicht, sondern es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage 16, dann sagt der 20, stimmt schon. Gell? Oder ich sage 4 und der gibt mir 5 und sagt, passt schon. Ne? Oder es gibt auch welche, die geben dran 10er und sagen, das ist Spende. Ne? Das passiert auch. Und das ist natürlich, ja, freut uns sehr. Jetzt bist du ja heute bei den Büchern eingeteilt. Immer bei den und Büchern. Seit Beginn bin ich immer bei den Büchern. Ich habe schon mit der Janne Dilden die ersten Flohmärkte gemacht und dann später mit der Hermi, die leider nicht mehr bei uns ist. Aber ich bin immer bei den Büchern. Ja, welche Bücher werden denn am meisten gekauft bei euch? Also ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Und vor allen Dingen interessant ist, dass so unterschiedlich die Leute etwas suchen. Gell? Es gibt Flohmärkte, da will einer die Religion. Und da haben wir nicht genug Religion. Jetzt zum Beispiel sind wir traurig, dass wir für den Hofer-Tischler, der möchte alles über Holz haben. Wir haben da noch jede Menge Kisten, die noch nicht ausgepackt sind. Wir müssen jetzt erst schauen, ob wir da vielleicht was finden fürs Holz. Das haben wir zum Beispiel im Moment gar nicht. Sonst gehen natürlich die Paperbacks gehen sehr gut, die Rohrbücher, weil die natürlich auch relativ billig sind. Und dann gehen natürlich auch, danke vielmals, dann gehen natürlich auch die Romane, nicht? Sehr. Aber natürlich, auch, ich kann dir da drüben zeigen, da haben wir eine Enzyklopädie von einer Dame, die gesagt hat, die kosten unter 250, dürfte man das nicht verkaufen, wenn wir es und das nicht wegbringen, dann hole ich es mir wieder. Weil das ist das österreichische Recht in 4 Bänden, von 1909, also genau 100 Jahre alt. Und das sind diese tadellosen, wunderschönen, dicken Bücher da drüben. Das ist natürlich, wenn man sowas da verkauft, ist man natürlich selig. Gell? Ob man dann jemanden findet, das weiß ich nicht. Aber wir sind zuversichtlich und wir haben schon so viel Glück gehabt und schon so viel weg. Also ist schon schön. Und das ist alles schon, siehst, wenn die von drinnen rauskommen und haben das Papperl, dann ist es bezahlt. Dann brauche ich also nichts mehr kassieren. Marlene, man sieht, ihr seid alle so richtig mit Freude dabei, ja, ihr strahlt. Alle miteinander sind wir mit Freude dabei, weil es geht auch nur so. Sonst tust du die Mühe nicht an, weißt du? Weil es ist ja strapaziös. Weil wir sind in der Früh da, wir sind ein Ding da, wir sind seit Montag da. Das alles auseinander dividieren, da, wenn du da draußen schaust, das ist ja Wahnsinn. Und hier bei den Büchern müssen wir natürlich auch, nicht? Wir tun es ja dorthin, wo die Schilder sind. Geschichte und Erdkunde und Reisen und Heim und Garten und Esoterik. Und einfach alles durcheinander. Es macht viel Spaß. Und wenn wir dann hinterher schauen, wie viel rauskommt, dann freuen wir uns natürlich. Gell? Weil wir dann wissen, dass wir wieder viel Gutes tun können. Macht schon Spaß.